Gemeinsam ist ihnen, dass sie vakante Führungs- und Spezialistenpositionen möglichst qualifiziert und häufig zeitnah besetzen wollen. Egal, ob es sich um eine Festanstellung, einen Interim-Manager-Einsatz oder die Leitung von Projekten handelt. Das Geheimnis des Erfolges von EO ist, dass wir einige spezielle Dinge anders machen als andere. Das heißt, dass wir Experten haben, die in den Branchen tätig waren, die ihre Erfahrungen in den Branchen in Führungspositionen gesammelt haben. Und ich selber war 25 Jahre in der Pharmaindustrie tätig, in leitenden Funktionen. Unsere Gesellschaft befindet sich in einer sehr starken Wachstumsphase und wir hatten eine Führungsposition schnell neu zu besetzen. Und das innovative Konzept der EO machte uns neugierig und daher haben wir uns in diesem Fall zur Zusammenarbeit mit EO entschieden. Mit Herrn Riedl hatten wir hier einen Ansprechpartner auf Augenhöhe, der über umfangreiche Kenntnisse sowohl im Pharma- als auch im Finanzbereich verfügt. Am Anfang waren wir etwas zögerlich aufgrund der zusätzlichen Kosten, die durch die Zuhilfenahme eines externen Partners auf uns zukamen. Aber im Nachhinein hat sich bestätigt, dass es eine gute Entscheidung war, dass wir sehr viel Zeit beim Auswahlprozess gespart haben und auf einen sehr großen Fundus an kompetenten Kandidaten zurückgreifen konnten. Für die Abwicklung unseres Geschäftes ist das Briefinggespräch mit dem Kunden das entscheidende Gespräch überhaupt. Es ist ein sehr intensives Gespräch über 2 Stunden, in dem werden alle Belange, die bestimmten Erfordernisse, Kernkompetenzen und so weiter besprochen und auch fokussiert dargelegt, was wirklich für diese Position wichtig ist. Im Anschluss an das Briefinggespräch setzen wir uns dann mit unserem Research-Team zusammen. Wir nutzen Social Media natürlich für die Direktansprache. Wir machen das klassische Headhunting, wenn man da so will. Wir nutzen natürlich unsere Netzwerke, mein eigenes Netzwerk, aber auch das EO-Netzwerk mit knapp 250.000 Kandidaten, die wir da drin haben. Und natürlich unser internationales Partnernetzwerk, weil wir ja in 7 Ländern tätig sind und somit können wir dort auf alle Kandidaten zugreifen. Alle Kandidaten, die ich vorstelle, habe ich vorher persönlich interviewt und auf Herz und Nieren geprüft, ob sie den Anforderungen des Kunden auch entsprechen. Und die werden dann im Anschluss daran gebeten, auch nochmal eine Hausaufgabe zu machen. Das vermittelt auch nochmal einen ungeschminkten Eindruck des Kandidaten selbst, sodass sie sich selber nochmal in den Vordergrund rücken können und nicht nur von uns als Berater sozusagen ins Spiel gebracht werden, sondern sich selbst darstellen können. Aber am Ende des ganzen Prozesses zählt das Vertrauen. Ihr Vertrauen. Ihr Vertrauen in EO, dass wir den Kandidaten für Sie finden, den Sie suchen. Und dass Sie diese Erfahrung gewinnen, treibt uns bei EO jeden Tag an, dass wir unsere Prozesse überdenken und optimieren. Dadurch werden Sie Executive Search nicht nur als Kostenfaktor erleben, sondern auch als Unterstützung, die es wert ist.